So, willkommen zu Dorky erklärt. Diesmal Mission Parkplatz. Hier geht es schon ganz verrückt los, weil ziemlich viele Beißer direkt vor der Nase stehen. Da können wir noch froh sein, dass wir A, das Herdenschild haben und B, geladene Schläger. Sonst würde das hier schon ziemlich wild aussehen und man müsste in den frühen Runden schon eventuell auf Prinzess zurückgreifen. Aber wie gesagt, mit Schläger sind wir eigentlich schon ziemlich gut geeignet, um hier an der Stelle schon mal gut was wegzuräumen bzw. zu betäuben und dann mit den Kriegern an der Stelle die Kills zu machen. Zumindest jetzt noch am Anfang, ja, relativ am Anfang. Level 47 aktuell haben die Beißer, 46, 47. Das wird dann also noch spannend. Mittig ist dann der erste Transporter, der schon so rot erscheint. Da zeige ich mal, wo jetzt die Beißer herkommen. Einer kommt hier hinten, der kommt eigentlich im Normalfall nicht an den Rand, der den Transporter öffnet, also vielleicht eher dann von links öffnen, wobei da steht jetzt glaube ich links oberhalb von dem rechten 46er, also hier links über dem Kästchen. Da dürfte auch nicht rankommen, wenn mich schon jetzt rechts die Tür geöffnet hätte. Und der andere ist hier dazwischen, der kommt halt im Normalfall ran. Das ist vielleicht doch besser, sich rechts an die Tür zu stellen, wenn man doch schon einen Schritt weiter gehen will. Oder war das jetzt doch der Beißer? Dann war das wohl der 46er, der hier erst stand. Dann habe ich jetzt Mist erzählen. Also, Kommando zurück. Dann eventuell spawnen die auch jedes Mal anders. Aber ich würde mich dann eigentlich eher hier hinstellen. Dürfte ja der Beißer nicht dort rangekommen sein. Also der dürfte dann nicht rankommen an der Stelle. So, jetzt habe ich Pizza Glen extra mitgenommen für den letzten Transporter, weil hier die zwei Normalos noch rauskommen. Gut, man könnte sie jetzt auch mit Glen hier betäuben. Aber so natürlich noch bequemer, einfach direkt ins Ziel laufen. Die Spawns habe ich jetzt nicht erklärt. Die sind auf der Ziellinie komplett. Rechts oben kommen auch noch welche. Und wo man gestartet ist. Also an den drei Seiten sind definitiv Spawns. Ob jetzt noch zwischen den Autos welche waren, ich glaube nicht. Eventuell liefere ich da aber auch nochmal die Map von JubJub, der ja immer die Spawn-Maps erstellt. Das wär's dann zu Parkplatz. Ciao!